Amazonen waren im Altertum Kriegerinnen, die sich der Sage nach eine Brust amputieren ließen, um besser mit Pfeil und Bogen kämpfen zu können. Amazonen hat Ute Melle ihren opulenten Bildband genannt. Er zeigt starke Frauen, die Brustkrebs haben und ganz offensiv und selbstverständlich damit umgehen. Die Bilder von außergewöhnlicher Sinnlichkeit zeigen uns Heldinnen, die sich der Krankheit trotzig entgegenstellen. 57.000 Frauen erkranken in Deutschland pro Jahr an Brustkrebs. Es ist die häufigste Krebsart beim weiblichen Geschlecht, eine Volkskrankheit. Cordula Echterhof stellt Ihnen den eindrücklichen Bildband Amazonen vor. Sie alle sind Amazonen. Wild, erhaben, ausgelassen. Dieser Stolz und diese Stärke und trotzdem diese Verletzlichkeit, ja, dieses auch sehr Weibliche, das ist, war einfach da. Und das war genau das, was ich dann auch mit Leichtigkeit abbilden konnte. Verletzt sind sie und versehrt. Die Frauen, die alle den gleichen Kampf führen, gegen ihren Brustkrebs und gegen die Gesellschaft, die oft nur das schön findet, was gesund und vollkommen ist. Die Kriegerin ist ja nicht nur Mord und Totschlag, die ist ja einfach, die geht gerüstet in den Kampf, um hoffentlich als Siegerin daraus hervorzutreten, und ist ja trotzdem auch Frau und weiblich und sanft und zart und rund. Es sind stille Fotos, die trotz Verkleidung das Wesen der Amazonen zeigen. Die Gesichter sagen alles, erzählen von Herausforderung, Schmerz, Wissen und Schönheit. Vielleicht sind die Frauen auch deswegen nur so schön, weil sie wissen, wie wertvoll auch das Leben ist. Ne? Wenn man das mal begriffen hat, dann kann man auch den Tag, glaube ich, ein bisschen besser leben. Die Idee für das Fotoshooting hatte Uta Melle. Die Diagnose Brustkrebs bekam sie 3 Tage vor ihrem 40. Geburtstag. 2 Tage, bevor ihre Mutter an Brustkrebs starb. Ihre Freundin, die Fotografin Jackie Hart, hatte ihr zum Geburtstag ein Fotoshooting geschenkt. Nach der Diagnose wollte Uta Melle es erst recht machen. Vor der Brustoperation und danach. Trotz des Leids ist es für sie eine Geschichte der Genesung. Dieser Punkt, als ich die Haare verloren habe und ich dann vor dem Spiegel stand, und dann ist es ja wirklich Krankheit pur. Ohne Brüste, ohne Haare dann dastehen und hier sippt das noch und was weiß ich. Das war natürlich so der Punkt, wo man dann also wirklich hundertprozentig begreift, jetzt bist du krank. Ne? Dem muss man sich stellen, um zu begreifen, dass man ab jetzt auch ein anderes Leben leben muss und dass der Alltag sich verändert. Es ist eine Geschichte der Verwandlung. Im neuen Leben muss man erst einmal ankommen, sich mit seinem Körper neu anfreunden, mit der Krankheit. Die Fotos machte Uta Melle, weil sie wissen wollte, wie wichtig ihr die Brüste sind, ihre Haare, wie wichtig für das eigene Gefühl der Schönheit. Ich hatte keine Angst, dass jemand mich nackt sieht. Ich habe nur Angst, dass die sich erschrecken könnten. Weil es ist ja doch eher so, dass man eher Genieren besteht darin, dass jemand sich erschrecken könnte. Die Fotos veröffentlichte sie. Die Resonanz war enorm. Und so kam sie auf die Idee, viele Frauen zu suchen, die sich zeigen und nicht verstecken wollen. Das Shooting fand an 2 Tagen statt mit 2 unterschiedlichen Fotografinnen. Der 2. Tag weckte bei den Frauen eine ganz eigene Stimmung. Von Anfang an hatten wir da so Kraft drin. Weil ich glaube, es war auch einfach so, jetzt ziehen wir uns aus. So, jetzt machen wir mal. Jetzt sind wir aber Amazonen. Und jetzt geht's aber mal los hier. Und so haben wir eigentlich nur noch geschrien die ganze Zeit. Sie, die Amazonen, nehmen die Herausforderung an. Es ist eine unbändige Lust am Leben, die die Fotos zeigen. Die Frauen sind sexy, zärtlich, sinnlich. Wir hatten tolle Musik, wir haben getanzt. Und wir haben unsere Narben verglichen. Wir haben im Prinzip unsere Leiden verglichen. Und dann leidet man ja nicht. Dann spürt man sie ja nicht. Es sind 1000 kleine gelebte Schmerzen, die die Frauen verbinden. Ihre Wärme lässt die Schmerzen fast vergessen. Und dann spürt man sie doch wieder.
Das Leid, so Utamelle, gehört zum Leben und ist manchmal die Basis für intensiv empfundenes Glück. Für mich persönlich ist die Schönheit in den Bildern wirklich diese ruhige Kraft, dieses Wissen. Es ist irgendwie so ein Wissen da, eine Lebenserfahrung, die einfach reif und stark macht. Mut wollte Utamelle machen. Fröhlichkeit und Kraft in das Thema bringen. Brustkrebs entstigmatisieren. Das ist ihr und den Amazonen gelungen. Die Fotos zeigen eine Schönheit, die das Leben als Ganzes umfasst. Komme, was da wolle.